Hallöchen, Leute, ich heiße euch willkommen zurück zu einem neuen Part von Ocarina of am Halmmond. Ich hoffe, es ist weg. Ocarina of Time, neuer Part. Wir sind hier im Wassertempel und der hat schon so gut angefangen, wie er nur anfangen kann. Nämlich mit einem Halmmond. Und da gibt es nur noch eine Sache. Ja, da gibt es noch eine Sache, die dazu passt zu dem Halmmond. Dieser Tempel ist mir ein Dorn im Auge. Nein, er geht eigentlich, wenn man weiß, was man macht, was ich jetzt momentan nicht mehr wirklich weiß. Das wird ganz nett. Und ja, ich habe mir nicht das Bikoron-Schwert davor geholt und das werde ich jetzt auch nicht machen, weil... Ja, hätte ich eigentlich machen sollen. Aber habe ich nicht gemacht. Das war dumm. Damit kann man nämlich den Zwischenboss in dem Dungeon hier sehr viel besser besiegen. Aber ich hab's nicht, kann daran nichts ändern. Und das war gerade eben übrigens die Animation, beziehungsweise die eine Sache, die wir jetzt noch gefühlt der 800 Mal sehen werden. Das wird wundervoll. Nämlich das Wechseln von normalen Stiefeln zu den Eisenstiefeln, dann wieder zu den normalen Stiefeln, dann zu den Eisenstiefeln. Dann zu den normalen Stiefeln, dann zu den Eisenstiefeln. Und hier unten kann ich kein Schwert verwenden, weil... Ja, geht halt nicht. Ja. Es ist alles wirklich sehr unvorteilhaft hier gemacht und... soll ich jetzt mit dem... Warum ist denn jetzt wieder da? Kann ich den da auch reinschieben? Moment, nee. Ich glaube, ich ziehe den mal hier raus und dann... Hoffe ich, dass es irgendwas bringt oder gebracht hat. Ich denke aber eher nicht. Oh, mir fällt gerade ein, was ich da draußen noch machen könnte. Ich kann mich auch einfach unter Wasser ein bisschen fallen lassen mit den Eisenstiefeln. Sollte ich vielleicht mal machen, also in dem Hauptraum. Ich glaube, da sollte es ganz unten was geben. Ja, ich denke, das sollte so sein. Das Besondere an dem Dungeon ist übrigens die Möglichkeit, den Wasserstand hier immer wieder zu ändern. Und ja, das war es dann eigentlich auch. Ansonsten gibt es ja nichts zu sehen. Aber hey, fahren wir mal runter. Spaß. Spaß, 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 Spaß. Ihr seht schon, der Dungeon ist sehr, sehr träge. Ich habe echt gerade nicht wirklich einen Plan, wo ich hingehen muss. Ich glaube, so viele Möglichkeiten gibt es hier nicht. Er geht eigentlich. Er ist nur... Ja, er ist halt nur langsam. Oh Gott! Oh Gott! Ich habe dich nicht sitzen lassen. Ich wurde in einen Zeitraum geworbt. Konnte nichts dafür, mein Schatz. Oh, wenn ich mich recht entsinne... M.O.P. Hallo, Fish Lady. Aus Hyrule Warriors in sehr sexy. Ja, wie auch immer. Du bist M.O.P., oder? Ja, klar. Ich bin es, Ruto, deine Braut. Oh, shit. Die Prinzessin der Soras. Ja, was? Ich werde nie vergessen, was wir uns vor Jahren geschworen haben. Ach, du Scheiße. Es war grauenvoll von dir, mich 7 Jahre lang warten zu lassen. Ich musste zur Tanke. Captain holen. Doch jetzt ist nicht die Zeit, über Liebe zu sprechen. Gut. Es ist etwas Furchtbares geschehen. Du bist schwanger. Nein? Shit. Soras Reich ist eingefroren. Alles ist über und über mit Eis bedeckt. Ein junger Mann namens Sheik hat mich aus dem Eis gerettet. Aber die anderen Soras wurden... Noch nicht. Ich will sie retten. Alle. Ich will Soras Reich retten. Du musst mir helfen. Du musst es für mich tun. Für die Frau, die du heiraten wirst. Ach du Scheiße! M.O.P., hilf mir, das bösartige Ungeheuer zu vernichten, das in diesem Tempel lauert. Wirst du das tun? Im Wassertempel gibt es 3 Stellen, an denen du den Wasserstand verändern kannst. Oh Gott. Ich zeige dir den Weg. Folge mir und beeil dich. Okay. Hey, Link. Jetzt ist noch nicht zu spät. Kannst es einfach noch abhauen und sie da sitzen lassen. Ich meine, du hast dich 7 Jahre für ihr versteckt und jetzt werde ich bestimmt nicht anfangen, Verantwortung zu übernehmen. Ich bin raus hier! Oh Gott, ich will doch nicht. Ich glaube, es führt kein Weg dran vorbei. Link, du bist jetzt erwachsen. Du musst der Verantwortung ins Auge blicken. Gott, ich will keine Verantwortung übernehmen. Da, blöde Soras mit ihren blöden Hochzeitsversprechen. Ja, schrecklich. Und ja, man kann auch das Wasser ganz langsam hochsteigen. Das ist alles unfassbar träge und lahm. Gott, Wassertempel. Wassertempel, Wassertempel, Wassertempel. Was soll ich noch von dir halten? Genau, und hier ist schon so ein Teil, wo wir den Wasserstand ändern können. Links, hoch, rechts. Ich glaube, das Teil macht jetzt nichts. Es würde den Wasserstand, glaube ich, auf das aktuelle Niveau anheben. Oder auch nicht. War so eine Art Toilettenspülung. Was haben wir denn hier? Okay, das sind die seltsamsten Gegner im ganzen Spiel. Ich meine... Achso, erklär mir mal, Navi. Der Stachelstein.
Ja, das trifft's wohl ganz gut. Ziele mit einer Distanzwaffe auf ihn, wenn er wie ein harmloser Stein aussieht. Okay. Der Stachelstein. Seltsamer, seltsamer Gegner. Ganz seltsamer Gegner. Aber was haben wir denn hier Schönes? Oh Gott, das Haar hat sich noch tiefer in meinem Mund verfangen. Ah, ich muss Schluck trinken. Labyrinthkarte. Oh Gott, ich glaube, ich krieg das so schnell da nicht raus. Oh Gott, ist das widerlich. Nur damit ihr Bescheid wisst, das sind die Informationen, die ihr braucht. Ja, wirklich. Ah, oh Gott. Mir geht's gut. So, hier ist übrigens, gibt's jetzt auch eine schöne Aufgabe zu erledigen. Und zwar muss man die beiden Teile hier entzünden. Also die beiden Fackeln. Das kann man mit Pfeil und Bogen machen. Oder, wie ich, weil ich cool bin, machen wir das auf die coole Art und Weise. Pass auf. Passt du auf? Gut. Also. So. Wie ein magischer Pro. Mit einer Feuerexplosion. Yeah, das war cool. Hat so ein bisschen Magie gekostet, aber ich kann es mir leisten. Ich bin da ziemlich wohlhabend in der Hinsicht. Ach du Scheiße. Oh, schön. Mach dein Maul auf. Gott, die Gegner hier sind auch alle darauf ausgelegt, träge zu sein. Das ist so schrecklich. Ey. Ey, warum hat es nicht getroffen? Stirb. Nee. Fuck. Stirb. Du verkackte Muschel. Stirb. Mach dein Maul auf. Stirb! Danke! Ah, schrecklich. Jetzt haben wir da eine... Was ist denn da? Eine Mini-Schatzruhe, okay. Sie wurde nur elegant von links Köpfchen verdeckt. Wundervoll. Öffne das Teil und wir haben... Oh Junge, ein kleiner Schlüssel. Das freut mich ganz ungemein. Wo muss ich jetzt als nächstes hin? Hm. Hm, ich habe hier wieder den Hauptraum. Ja, das scheint mir ganz gut zu sein. Und Herz, hör bitte auf zu piepen. Ich habe dich wahrgenommen. Ich weiß, dass du niedrig bist. Lebensanzeige. Hör bitte auf damit. Würdest du bitte aufhören? Nein, du hörst nicht auf. Na gut, benutzen wir eine Bombe. Oder kann ich das auch mit dem Hammer kaputt machen? Den Hammer wird man jetzt im Spiel übrigens nie wieder brauchen. Nein, kann ich nicht. Der Hammer, Ladies and Gentlemen, der Hammer. So ein nutzloses Item. Das heißt nutzlos, der ist an sich schon cool und so, aber man braucht ihn halt nie wieder in dem Spiel. Okay, kann natürlich sein, dass es noch vereinzelt ein, zwei Stellen gibt, in denen man den braucht, aber im Großen und Ganzen ist der sinnlos. Vielleicht werden wir mal wieder den rostigen Schalter finden. Aber ansonsten gibt es ja nichts mehr für den zu erledigen. Ja. Oh Gott! Und Navi klingt hier auch anders. Sie klingt... Upp! Fuck. Verkackte Muschel. Yay, ich lebe wieder. Hey! Hol auf! Stirb! Gott, wie ich das hier hasse unter Wasser. Steuerung ist auch egal, in welche Richtung man geht. So ein bisschen versetzt. Es ist... Ah! So schlimm. Auf dem 3DS geht das Ganze. Naja. Eigentlich ist es noch genau derselbe Kack-Dungeon. Nur hat es einen entscheidenden Vorteil. Man muss nicht die ganze Zeit ins Menü, um zwischen den normalen Schuhen und den Stiefeln zu wechseln. Es geht einfach so, auch über den Touchscreen. Da kann man einfach drauf haben und dann hat man die anderen Stiefel an. Das ist dann ziemlich angenehm. Hier allerdings nicht. Und yay! Oh nein! Ey, ihr seid ja blau, ihr haltet doppelt so viel aus. Blöde Viecher. Was? Wie kriege ich das Teil jetzt auf? Ich glaube, mir fehlt ein bisschen Kontext. Kontext? Hallo? Ich glaube, ich will da rein, oder? Ich habe doch die Karte. Was sagt denn die Karte? Komme ich da auch von einer anderen Richtung rein? Karte, du sagst... Du sagst, ich komme da nicht von einer anderen Richtung aus rein. Also muss ich da jetzt so irgendwie rein. Oh Gott, was war denn das ja jetzt für ein Schwachsinn? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe sowas von absolut, absolut gar keine Ahnung. Ich glaube, ich gehe einfach wieder. Wenn ich da hinten die Skulptur höre, dann habe ich eh das Gefühl, dass da nichts Sinnvolles hinter ist.
Da habe ich jetzt keine Lust, ewig rumzurätseln, weil bringt ja nichts. Blöde goldene Skulltulas. Niemand braucht euch. Am Ende bekomme ich für euch nur noch ein Herzteil und das will ich nicht. Dann wäre die Challenge gescheitert, weil ich irgendein verkacktes Herzteil mitgenommen habe. Das wollt ihr doch nur. Ihr blöden Skulltulas. Sind die schlimmsten von allen. Weil mir gerade einfällt, dass ich da, glaube ich, jetzt demnächst mal diesen coolen Rätselstein holen kann, der... ja, stark begrenzt ist in seinem Nutzen. Aber hey, kann ich dann mitnehmen. Also für die Golden Skulltulas. Ja. So, ich glaube, ich gehe einfach mal da rein. Das scheint mir der richtige Weg zu sein. Boah, ich verschwende ja so viel Zeit. Ich habe doch gar nichts geschafft. Ich bin jetzt nur in sinnlose Räume gegangen. So, hier ist übrigens der Raum, bei dem ich damals, als ich das Spiel zum ersten Mal so wirklich so weit gespielt habe, das waren damals irgendwelche Sommerferien. Ja, nur zur Info. Ich habe wirklich Wochen gebraucht hierfür. Ich habe bestimmt 2 Wochen für diesen Kack-Dungeon verschwendet. Zwar, weil es hier eine Stelle gibt. Ich glaube, das ist sogar genau hier oder so. Da muss man sich halt da so hochziehen. Oder das da oben und das wusste ich nicht. Ich wusste es einfach nicht. Ich hatte keine Ahnung, was ich machen muss. Ja, und so sind dann die Tage ins Land gestrichen und ich habe nichts geschafft. Das ist meine Geschichte mit dem Wassertempel. Der hat mich halt echt damals auch mehrere Wochen aufgehalten. Ich bin keiner von den Mainstream-Mitläufern, die sagen, Wassertempel ist voll scheiße. Alle sagen, der ist scheiße. Nein. Ich hatte wirklich Probleme mit dem Wassertempel damals. Ja, das war noch vor dem Internet. Ich konnte mich nicht im Internet darüber beschweren, dass der Wassertempel kacke ist. Ich konnte auch nicht nachschauen, wie es weitergeht. Das gab's damals. Ja gut, gab's schon, aber ich hatte das damals nicht. Ich bin ziemlich sicher, ich glaube, Spieltipps gab es damals auch schon. Ach, die Seite war damals so voll mit Scheiße. Oh, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Ich erinnere mich da noch an so Geschichten wie zum Beispiel über Paper Mario 2 wollte ich dann auch irgendwas schauen. Das waren übrigens auch meine ersten wirklichen Bewegungen im Internet, weil ich irgendwas über Spiele wissen wollte. Oh Gott, da kommen Muscheln raus. Da wollte ich über Paper Mario 2 was schauen. Da stand dann irgendwas... ich glaube, das war, wenn man dann alle Gegner so mit Gumbrina, hieß die, glaube ich, so gescannt hat, dann kann man irgendwie zu einem Typen am Hafen sprechen und dann kommt man in die Welt von Paper Mario 1 und dann das komplett... Fuck, ich habe ja kein Schwert! Und dann das komplette Paper Mario 1 spielen kann, was natürlich Schwachsinn ist. Ich konnte es damals auch nicht wirklich glauben, aber ich habe es probiert und das ging nicht. Ich war ein bisschen enttäuscht. Ja, was über Super Smash Bros. Melee dran stand, will ich gar nicht erzählen. Das war das Schlimmste überhaupt. Du musst 10.000 Kämpfe gewinnen, ohne einmal zu verlieren, auf Very Hard. Und das innerhalb von 10 Minuten. Und wenn du das gemacht hast, dann musst du dies und das machen. Und dann schaltest du Glumanda frei. Dann musst du mit Glumanda nochmal 100.000 Kämpfe auf sehr super ultra schwer machen. Und dann entwickelt es sich zu Glutex. Und oh Gott, das war so dumm. Und natürlich Ganonlink. Ganonlink war der Shit. Damals gab es Ganonlink im Internet. Ich sage es euch, Leute, die frühen Zeiten. Die frühen Zeiten. Das heißt, die frühen Zeiten. Damals gab es ja das normale Internet schon ewig. Ich hatte es ja damals nicht. Die ersten Berührungen, meine lieben Freunde. Die ersten Berührungen. Darüber reden wir aber ein anderes Mal. Über die ersten Berührungen. Die sind immer ziemlich zärtlich und unkoordiniert. Öffnen wir die Schatztruhe. Ganz zärtlich und unkoordiniert. Schlüssel. Gut, das war's jetzt eigentlich von hier. Yay. Wenigstens konnte ich die Zeit mit ein bisschen Bullshit überbrücken. Wundervoll. Wundervoll, wundervoll, wundervoll. Wo will ich als nächstes hin? Ich glaube, ich bin wieder hoch. Und dann, ich glaube, von dem Mittelraum aus will ich dann da oben durch die Tür mal gehen. Und schauen, wo sie mich so hinführt. Kann ja ganz nett werden. Wird es aber nicht, aber es könnte, wenn es wollte, aber das will es nicht. Ja, alles unschön, Leute, alles unschön. So, ja, da kann ich so rüberspringen. Yay, wundervoll. Okay, was haben wir hier oben denn alles? Was haben wir hier denn? Okay, da links kann ich rüber oder auch nicht. Ich glaube, ich kann da rüber und da kann ich nicht rein. Da brauche ich nämlich ein gewisses Item, das ich hier im Dungeon finden werde, um da richtig rüber zu kommen. Und ja, ich höre euch, ihr blöden, hüpfenden Wasserspinnen. Hört auf damit. Hab euch schon wahrgenommen. So, was gibt es hier zu sehen? Link ist da! Hi! Oh Gott! Stacheln! So große Stacheln!
Wer hat eigentlich diesen Dungeon hier entworfen? Wer hat das Ganze gebaut? Wer war der Meinung? Ja, ja. Da müssen, au. Da müssen mörderisch große Stacheln ran, die dir richtig den After aufreißen, wenn du da drauf fällst. Wer dachte, das ist eine gute Idee? Wer? Niemand. Exakt. So, okay, das ist ziemlich simpel. Man kann den Schalter aus der Distanz aktivieren. Was? Ja, und das ist das Rätsel. Ey, ich hab's geschafft. Ich dachte, ich verkack's jetzt noch. Aber dafür bin ich auch ein bisschen zu gut, seien wir da mal ehrlich. Yay, der Kompass. Ernsthaft, der Kompass? Der bringt mich ja mal so überhaupt nicht weiter. Au! Verdammte Stacheln! Hasse euch. Ihr da oben seid auch nicht besser. Wer war der Meinung, dass es eine gute Idee ist, Stacheln an der Decke zu befestigen? Okay, ich glaube, es hatten wir schon, aber... Der Architekt von diesem Gebäude ist ein Vollidiot. War bestimmt ein Gurone. So ein richtiger Trottel, der sonst den ganzen Tag nur rumrollt und sich dachte, entwerfe ich mal den Wasser-Dungeon. Dann war es scheiße. Keine Überraschung, wie ich finde. Absolut keine Überraschung. Böse Wasserspinne, verzieh dich. Ich muss da rein. Danke. So, was haben wir denn hier? Da ist doch... Ich weiß doch, dass da... Oh Gott! Ich habe keinen Schaden genommen, das war gut. Das ist so eine richtige Arschlochspinne. Normalerweise wirft die einen dann immer runter, denn hier gibt es einen... Haltet euch fest. Wasser! Was? Fuck, Moment. Das muss richtig getimt werden. Nee. Ja, hier gibt es einen Wasserfahrstuhl. Wow. Und was treibt ihr heute noch so? Schön. Freut mich. Gut, gehen wir weiter. Das war der Wasserfahrstuhl. Diese Technik in den Tempeln. Unglaublich. Und hier ist auch schon der dritte Schalter, der das Wasser ganz weit hochsteigen lässt. Also so weit hoch, wie es jetzt am Anfang auch war. Was ich jetzt aber designtechnisch eigentlich ganz nett finde, man hat jetzt alle drei Wasserspiegel mal gesehen, bis wieder hier oben ist. Und man muss immer so weitergehen. Also, prinzipiell ist er nicht schlecht designt, muss ich sagen. Als ich mal am Anfang erstmal reingekommen ist, dann war das Wasser schon hier so ganz weit oben. Da konnte man schon mal schauen, wo man überall hin kann. Danach musste man zeigen, dass man weiß, wie die Stiefel funktionieren und erstmal unter Wasser gehen. Damit Enterhaken rumschwingen und den ganzen Scheiß machen. Und dann... Hat man auch sein kleines Plot-Twist-Viech da entdeckt. Nennen wir sie mal Frau Sora. Ruto. Ruto natürlich. Was natürlich plottechnisch ganz wichtig ist in diesem Fall. Dann war das Wasser ganz unten. Da hat man gesehen, hey, ich kann den Wasserspiegel verändern. Dann konnte man überall rumlaufen und war alles ganz interessant. Hat unten schon mal soweit alles gesehen. Danach hat man das Wasser auf den mittleren Stand gebracht. Konnte sich hier ein bisschen umschauen. Danach wieder ganz nach oben. Wo man jetzt sieht, dass es ganz oben ist. Und jetzt muss man auf eigene Faust weiter erkunden. Ich glaube, jetzt ist auch, sind die Wege ein bisschen freier, wo man entlang gehen kann. Was aber okay ist, weil man weiß ja jetzt, wie alles funktioniert. Könnt ihr mir folgen? Könnt ihr? Ja? Link? Fick dich. Okay, ich glaube, ich muss da ganz runter erstmal und den dann wegschieben oder so. Wenn ihr mir folgen könnt, das ist so designtechnisch der Wassertempel, wie ich ihn jetzt soeben zusammengefasst habe. Ja, also ist eigentlich ist nicht dumm gemacht. Aber ja, die Handhabung ist wie gesagt nicht gut. Die ist nicht gut, die ist nicht gut. Ich glaube, ich muss hier ganz runter. Bin mir fast sicher. Rüste nicht deinen Schrott aus, Link. Nicht den Schrott ausrüsten. So, ganz runter. Wir fallen in den Ozean. Das macht Spaß. Oh Gott, Stachelstein. Weg, Stachelstein. Okay, genau, hier kann ich rein. Und dann möchte ich den Block hier... Hier ist kein Block. Shit. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Ich will mich nicht verlaufen haben. Das ist doch dumm. Sollte ich auf jeden Fall hin, wenn der Wasserstand bei der Mitte ist. Vielleicht sollte ich das versuchen hinzubekommen, den Wasserstand auf die Mitte zu bringen. Oder... Na, wir lassen ihn erstmal wieder ganz runter. Ich glaube, hier oben gibt's nichts. Ich muss irgendwo noch einen Schlüssel auftreiben.
Das ist übrigens auch wieder so eine Sache, die ziemlich dumm ist, dass man hier die ganze Zeit Zeldas Wiegenlied spielen muss. Das ist auch schon wieder eine der Sachen, die das halt so ungemein alles ausbremsen. Warum kann ich da nicht einfach A drücken und dann BAM! Wasserstand ändert sich. Warum geht das nicht einfach? So schwer ist es doch nicht. Geht's da eigentlich auch hoch? Nö. Nö, da geht's nicht hoch. Das bedeutet, wir gehen wieder in den mittleren Raum. Und den mittleren Raum... Da geht, ah, fuck! Da geht's weiter. Genau, da will ich nicht rein, oder? Will ich da? Nee, ich glaube, ich will da nicht rein. Ich war da vorhin schon drin. Ich habe mich gar nicht hier unten so weiter bewegt. Vielleicht war das der Fehler. Das, meine lieben Freunde, finden wir aber im nächsten Part heraus. Ja. Wassertempel-Action. Wow! Wassertempel im nächsten Part. Ciao.